Hallo, liebe C64-Freunde. Wie versprochen, gehen wir heute zum nächsten Let's Play. Das vorhergehende Let's Play Soulforce kam mir sehr gut an. Das hat mich gefreut. Ich hatte auch sehr viel Spaß dabei gehabt. Und jetzt schauen wir uns The Island of the Cursed Prophet an. Das ist ein Spiel von Psytronix. Wird im Internet so ein bisschen als Zelda-like beworben, sage ich mal. Also jetzt vom Hersteller glaube ich eher weniger, aber die Leute sehen das so. Ob das wirklich so ist, finden wir jetzt zusammen raus. Ich habe ein bisschen schon meine Meinung gefestigt, geformt, aber ich habe es noch nicht ganz durchgespielt und nur mal so quasi zur Demo angespielt. Und wir werden jetzt zusammen nochmal das ganze Spiel erleben und dann nochmal unsere Meinung nochmal ein bisschen besser bilden. Ich starte es, bevor ich so viel rede, weil es hat lange Ladezeiten. Und ich habe jetzt hier schon mal den Fast Load gestartet. Sonst wird es nämlich 1000 Jahre dauern, bis es hier richtig losgeht. In der Zwischenzeit überprüfe ich nochmal das ganze System hier. Ja, Sound ist an, weil den vergesse ich gerne. Können wir jetzt hier direkt Run eingeben. Mit dabei. Ich muss mal ganz kurz schauen, ob ich hier irgendwo die Hülle habe. Genau hier. Das wird in so einer, wie nennt sich das? Clamshell oder nicht ganz. So durchsichtigen Hülle wird es halt ausgeliefert. Finde ich richtig toll gemacht. Lohnt sich absolut fürs Regal. Es gibt noch eine Box-Version. Das sind dann die großen Kartons. Die sieht man jetzt hier vielleicht hier oben. Also ich sag mal so, beides ist ganz toll. Ich hole mir die Boxen in der Regel, wenn es wirklich sehr tolle Spiele sind, die mich interessieren. Wenn ich jetzt keinen direkten Bezug zu dem Spiel habe, dann hole ich mir die Spiele in dieser Ausgabe. Ist auch ganz gut. Macht sich gut im Regal. Ja, hier können wir nochmal die Hülle der Diskette sehen. Es ist wirklich sehr aufwendig gemacht. Und mir gefällt auch ganz gut, dass sie hier so ein bisschen die Insel abgebildet haben. Mit so ein paar mystischen Steinen und ein bisschen Nebel. Ist wirklich künstlerisch sehr schön. Ja, die Geschichte ist ungefähr die, dass wir auf eine Insel gerufen werden, weil dort irgendetwas Mysteriöses vor sich geht. Wenn ich es richtig weiß, sind wir, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, wir sind so eine Art Detektiv oder sowas und müssen halt dort lösen. Die Tiere drehen durch, die Menschen drehen durch. Wir müssen halt gucken, was da passiert ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube sogar, das Männchen, das wir spielen, hat einen persönlichen Bezug zu der Insel, weil dort seine Frau oder seine Freundin lebt und die auch verschwunden ist. Aber nagelt mich jetzt nicht fest darauf. Ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall haben wir es hier zu tun mit einer mysteriösen Insel, auf der Mensch und Tier total verrückt spielt. Aus unerklärlichen Gründen und wir müssen jetzt herausfinden, was dort genau passiert ist. Wir werden jetzt hier eine längere Zeit leider einen schwarzen Bildschirm haben, weil er lädt sehr lange. In der Zwischenzeit zeige ich euch noch, was mit dabei war. So ein kleines Heftchen. Mal gucken, dass ich das gut in die Kamera halte. Schön bebildert. Schau mal kurz. Hier haben wir die Karte. Nicht ganz so toll drauf abgedruckt, aber es langt. Und zwar es langt insofern, wer also bei Facebook 8-Bit-Flow abonniert hat, also mich, der weiß, dass ich gerade an einer Karte gebastelt habe, in der ich das alles nachgezeichnet habe. Ich gehe mal näher ran. Ich habe mal versucht, die Karte, zumindest die wichtigsten Sachen, Gebäude und Runensteine und was wir da also alles finden, so Steinkreise, habe ich alles mal mit auf diese Karte gezeichnet. Ja, weil wir werden in diesem Spiel Schlüssel finden. Ich glaube, Artefakte müssen wir finden und Sachen wie ein Hammer, ein Spaten und solche Sachen. Ich glaube, sogar eine Sichel müssen wir finden. Und ja, das möchte ich versuchen, hier in dieser Karte einzuzeichnen, weil ich hoffe, dass die Objekte immer wieder am selben Platz auftauchen, dass wenn ich mal wieder anfange, dass ich es dann leichter habe, es zu finden. Oder auch so finde ich es eigentlich ganz gut so für die Zukunft, sich das aufzuheben. Ich habe mir ja hier auch ein kleines Buch gemacht. Da habe ich Passwörter mit drinstehen von Soulforce beispielsweise.
Also sowas finde ich doch ganz spannend, wenn sich so eine kleine Sammlung persönlicher Dinge zu den Spielen über die Jahre halt einfach ja so anhäuft, finde ich eigentlich ziemlich cool. So, wir haben jetzt übergesetzt mit dem Boot auf diese mysteriöse Insel und es wird auch direkt losgehen. Ich pack mal das Heftchen beiseite. Mein Stift liegt hier. So. Psydronic 2020 für den C64. Ist doch schon mal richtig nice. Okay. Und los geht's. Ich bin sehr gespannt. Vor allem, es sieht doch schon richtig toll gemacht aus. Wir haben jetzt hier das Häuschen unten links. Schaue ich gleich mal, ob ich das alles richtig eingezeichnet habe. Habe ich, ja. Und hier, das hat schon so ein bisschen was von Zelda, ne? Also so die Draufsicht, wie die Wände gestaltet sind. Also da kann ich das nachvollziehen. Wir haben XP. Das heißt, wenn wir hier Gegner um die Ecke bringen, kriegen wir Erfahrungspunkte und leveln. Auch sehr spannend für ein C64-Game. Hier sehen wir jetzt noch Gras. Da können wir noch gar nicht drüber. Gras ist ein unüberwindbares Hindernis, auch wahrscheinlich im wirklichen Leben so. Und da brauchen wir dann eine Sichel, was, glaube ich, die müssen wir finden. Zack. So, einer von den verrückt gewordenen Dorfbewohnern, den haben wir jetzt erstmal schlafen gelegt. Ich erlaube mir mit Dauerfeuer zu spielen. Weil normalerweise klickt man hier die ganze Zeit. Ich mache das jetzt einfach mit Dauerfeuer. So, jetzt haben wir hier ein Holzschwert und den ersten Schlüssel. Das will ich mir doch mal einzeichnen. Oh, ein Hündchen. So. Habe ich mir mal eine 1 gemacht. Mal schauen, ob das mit dem System so funktioniert. Was ist das? Ein wild gewordener Stier. Ah, können wir die Tür öffnen. Ouch, it's burning. Ah, okay. Da fehlt uns anscheinend noch irgendwas, damit wir das hier einsammeln können. Ich glaube, hier an diesen Sachen können wir später mal irgendwelche mysteriösen Steine ablegen, die dann an anderer Stelle wieder irgendeine Tür öffnen oder so. Bin mir aber nicht ganz sicher. Gehen wir mal hier runter. Hier kam mir ja, glaube ich, her. Aber es geht gar nichts zu. Ja. So, dann geht's jetzt auf die große Reise. Gehen wir mal hinaus. Überall Grabsteine. So ein bisschen was von Pokémon. Im hohen Gras hier rumstampfen und dann tauchen die Gegner auf. Vor allem, die können einfach da durchlaufen und wir nicht. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Habe ich den Turm eingezeichnet? Ja, ah, ist schön. Also diese große Karte, die hat sich schon bewährt. Ich muss mal schauen, dass ich die irgendwie ins Netz kriege. Da könnt ihr euch die vielleicht runterladen. Ich sage auch hier ganz ehrlich, wir nehmen besser mal so ziemlich jedes Tier mit, weil je mehr Lebenspunkte wir kriegen können, also beziehungsweise wir kriegen dadurch ja Erfahrungspunkte, dadurch wiederum Level up und dann auch mehr Herzchen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was uns da am Ende erwartet. Vielleicht sogar ein Bosskampf. Müssen wir mal rausfinden. Und dann habe ich
Am liebsten größtmöglichste Herzchenzahl. Sehr gefährliche Schafe, ja. So, hier ist einer von diesen Steinkreisen. Ich bin mal gespannt, ob wir hier irgendwas machen können. Auf der Karte ist er zumindest eingezeichnet. Ja. Da können wir noch nichts machen, weil hier ist alles voll mit hohem Gras. Na toll. Hier weiß ich schon, brauchen wir einen Hammer. An der Stelle, bevor ich es vergesse, würde ich gern den lieben Trickster grüßen. Geh mal ganz kurz hier in Sicherheit. Also Trickster, wenn du dieses Let's Play siehst, ich grüße dich. Ich habe gesehen, dass du auf deinem Kanal auch bereits das Curse of Prophet angespielt hast. Und das war mitunter auch so die Inspiration dafür, dass ich mir das Spiel überhaupt gekauft habe. Weil so viele Leute in deutscher Sprache spielen dieses Spiel gar nicht. Und dann habe ich das bei deinem Kanal halt entdeckt und fand es sehr sehenswert. Jetzt habe ich mir gedacht, bringst du auch nochmal in deutscher Sprache ein Let's Play raus? Weil da fehlt es irgendwie so bei uns. Also wir haben alles in Englisch, aber auf Deutsch nicht ganz so oft. Und da müssen wir mal ein bisschen gegenhalten, finde ich. Mal gucken. Weiß ich gerade gar nicht mehr, wo ich bin. Na, nein. Na, ist abgehauen. Ist halt schon ein bisschen krass, wie viele Gegner hier spawnen. Ja, komm halt auch her. Ich hoffe jetzt, dass das eben nur ein Bug war, dass da dieser eine Hund oder was das war. Okay, der kann durchs Gras laufen, das kann ich mir noch gefallen lassen, aber dass die dann nicht später hier sich über alles Stock und Stein durchglitschen und wir stehen dann immer da wie der Ochs vom Berg. Okay. Jetzt sind wir hier unten. Ja, ich würde jetzt einfach mal von hier steil Richtung Norden gehen. Da erwartet uns nämlich, glaube ich, noch ein paar Felder und dann irgendwann Häuser. Aber die Bäume, die habe ich jetzt hier nicht eingezeichnet. Das war auch auf der kleinen Karte ein bisschen schwer zu erkennen. Das könnte man alles nachholen. Aber meine Güte, solange man sich grob orientieren kann, passt das soweit. Na, kommst du her, Kumpel? Okay, das habe ich jetzt schon wieder drin. Ich glaube, hier gibt es noch kein Haus. Ja, Hündchen, da hängst du hinterm Zaun und kommst nicht raus. Oh, ich habe mich getäuscht. Okay, wo sind wir denn jetzt? Ach, jetzt weiß ich auch, was das darstellen soll auf der Karte. Das ist ein Wasserfall.
Wenn ich da jetzt ins Haus reinkäme oder in den Turm, nee, kommt man natürlich nicht rein. Okay, hier geht's wohl noch nicht weiter. Was auch ziemlich gut gemacht ist, man kann auf der Diskette speichern. Da muss ich gleich nochmal ins Handbuch reinschauen. Das ist, glaube ich, die F7-Taste. Man kann dann auch laden, wenn man das Spiel frisch gestartet hat und man steht mit seinem Männchen da noch rum im Startbildschirm, sage ich mal. Da kann man dann das laden. Leider hat es mir dabei aber komischerweise meinen letzten Spielstand zerschossen. Weil ich habe ja zu Anfangs gesagt, ich habe schon mal reingeschaut. Dann habe ich die Speicherfunktion getestet und ich glaube, ich wollte am Tag drauf oder am übernächsten Tag nochmal weiterspielen. Hab geladen, dann hat er aber mein Männchen irgendwo hingesetzt, wo ich überhaupt nicht war. Und war dann gefangen, weil das war in so einem Gebiet, in so einem Zaun, wo ich hätte noch gar nicht rein können dürfen sollen, weil mir da noch so ein Hammer gefehlt hat. So, wo bin ich denn jetzt hier? Ah, hier dürfen wir rein, das ist schön. Ah, wundervoll. Okay, dann muss ich hier mal eben kurz nach alles einzeichnen. So, was haben wir denn jetzt hier? Jadestone. Das Hammer. Gucken wir mal, was wir jetzt haben. Okay. Gut. Ich weiß jetzt nicht, soll ich das jetzt hier mal... Naja, gut. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal bei Schlüssel. Ich müsste wahrscheinlich noch dazu schreiben, dass das jetzt ein brauner Schlüssel war. Aber ich riskiere es mal. Nein, da können wir nicht weiter. Hündchen, komm her, auf. Oh, hier geht's nicht. Ein Wildschwein. Haben wir echt alles beisammen. Gucken, ob die Aufnahme noch schön läuft. Ja. Oben links gibt es noch ein Haus, aber ich glaube, das ist laut Karte. Ja, da braucht man einen Hammer für. So. Dann arbeiten wir uns mal nach Westen. Wir müssen irgendwo dort eine Brücke finden. Na, hallo? So, genau. Aber da gibt es noch ein Häuschen rechts, wenn ich richtig gesehen habe. Oder ein Turm. Auch gut. Dürfen wir nicht. Schade. Noch so ein gefährliches Schaf. Ich glaube, wir haben auch mittlerweile schon Level abbekommen. Vielleicht bei 1000 könnte es gewesen sein. Oder haben wir schon zwei Level-Ups? Ich weiß jetzt gar nicht. Wenn ihr aufgepasst habt. Wahrscheinlich haben wir schon zwei Herzchen dazu bekommen. So, da oben, ja, da werde ich wahrscheinlich erstmal nicht weiterkommen. Nein, will noch nicht.
Hier können wir auf jeden Fall mal was machen, das weiß ich. Hier sieht es nämlich so aus, ob wir das aufschlagen können irgendwie. Na toll. Bin ich voll in den Kumpel reingelaufen. Also so langsam spawnen sie echt viel. Das ist eine Kirsche. Ah, wir können die Kirsche, juhu. Hier können wir nichts machen. Hier glaube ich auch so ein bisschen einfach gestaltet. Wenn wir irgendwo was machen können, müssen wir einfach die Feuertaste drücken. Und sobald wir das richtige Item in der Tasche haben, löst es quasi automatisch aus. Hier oben dann auch wieder irgendwas. Was mir jetzt hier gut gefallen würde, ich glaube bei Zelda konnte man, wenn ich noch richtig weiß, in irgendeinem Teil so Grabsteine wegschieben. Das wäre jetzt natürlich, wenn sie das so gerne mit Zelda vergleichen, dann wäre das hier jetzt eigentlich fast ein Muss, dass man sowas machen kann. Oh Gott, oder suchst du dich tot? Ich glaube aber nicht, dass da sowas hier eingebaut wurde. Nee, schade. Leider, man kann aber auch nicht alles haben. Okay, jetzt waren wir hier bei der Kirche. Jetzt gehe ich noch links zum Haus. Diese Vögel. Müsste irgendwo links ein Haus sein. Dann würde ich so im stillen, leisen, außerhalb vom Video, mal die Karte noch ein bisschen upgraden. Mache ich dann anschließend. Ne, hier können wir nicht weiter. Gefährliche Schafe. Ja, wo können wir denn jetzt noch hin? Huch. Dann retten wir uns mal in ein Haus. Naja, hier ist wieder dicht. Da auf der linken Seite sehe ich irgendwo nochmal einen Turm auf so einem Berg. Na, eieiei. Da rennt man ohne Gnade rein. Genau, hier. Hoffen wir mal, dass wir da reinkommen. Also das ist auch wieder sehr schön gemacht mit dem langen Gang, mit den Bäumen links und rechts. Oh. Hallo? Der war hart. Nein, dürfen wir nicht. Okay. Retten wir uns mal nach oben. Muss doch da irgendwie hochkommen können. Ja, das klappt nicht. Nee. Das funzt leider nicht. Vielleicht kommen wir so rum. Ja, ich glaube, das wird nichts. Da hätte man, da braucht man die Sichel für. Ja, man kann hier tatsächlich auch diagonal schlagen. Man muss dann halt auch immer in diese Ecke reingedrückt haben. Fürchte, wir haben irgendwo was übersehen. Oder wir müssen wieder runter zu einem anderen Haus.
Ja, der musste mich natürlich noch umboxen. Wir retten uns erstmal in die Kirche. So, okay. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen die Karte auffrischen. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen und ihr bleibt dabei. Es wird auf jeden Fall spannend, wenn wir aus der Kirche rauskommen, ob wir wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich müssen wir wieder zurück Richtung Süden auf der Karte und dann da eine Tür öffnen. Und es wird wahrscheinlich auch immer so eine Rennerei sein, ne? Aber es ist wirklich toll gestaltet und eigentlich wirklich sehenswert. Ich hoffe, wie gesagt, es macht euch Spaß. Bleibt dabei, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und ich wünsche euch guten Start in die Woche. Macht's gut, Freunde.